im Windschatten ziehen kann. Frontaler Gegenverkehr, Alter. Du bist gerade eben viermal in frontalen Gegenverkehr gefahren. Ja, aber bei 2% oder was lohnt sich das nicht, da weiterzumachen. Das war 1% vielleicht sogar nur. Jo, alles klar, Games with no hands, mach gut. Ich wusste damals nicht, dass man neu starten und so kann und so, ne? Und dann, ich wusste nicht, und dann habe ich immer das Game neu gestartet. Ja, das habe ich auch lange gesucht, die Funktion. Mann, drück mich nicht weg. Ja. Perfekt, Basti, was machst du da? Da du mir ins Heck gefahren bist, oder irgendwer mir ins Heck gefahren ist, bin ich ins Schleudern geraten. Dann muss ich hier dein neu starten. Ey, Mann! Na, wieso? Ich hab mich grad so erschrocken, Junge! Ich bin ja immer noch mit einem guten Speed durchgekommen. Weil da steht die Aufsicht vor dir. Achso, um sich halt so null auf besser zu schwitzen, weil ich sowieso nicht vor Basti ins Ziel komme. Also beziehungsweise noch bevor die 30 Sekunden dann enden. Obwohl? Oha, nein. Wie viel Verkehr ist hier? 2 Busse, 4 Autos? Oder 2 Busse, 2 Autos? So. Ja, noch dunkler kann es hier auch nicht werden. Oh, danke schön, Ehre. Noah, geh mal Windschatten. Nova. Auf der Straße. Ja. Ja, ging. Meinst du, hast du es gesehen? Hat keiner gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Ich bin direkt neben der einfach frontal im Baum geklatscht. Ey, Nova, wollen wir Windschattenparty machen? Nein, und an hier rankommen? Nicht auf den Straßen. Okay. Ich wollte gerade sagen, have fun hier, Windschatten, ne? Hat eigentlich die beste Zeit, also Weltrekord oder Top 10 oder so, haben die Windschatten benutzt? Nein. Nein? Windschatten bei New York ist absoluter Müll. Du würdest dir öfter im Weg stehen als alles andere. Also wenn du wirklich bei New York auf Rekord gehen willst, fahr alleine. Oh. Ja moin, Alter. Ich war mit einem Reifen Offroad, konnte nicht gut lenken und dann kam der Gegenverkehr. Und Neustart. Nein. War nicht so schlimm. Also kein Neustart, auch Menno. Noch nicht. Oh, es sieht nach einer Westseite bei mir aus. Hm? Oh, Junge! Selbstgespräche, Fragezeichen. Auf dieser Abkürzung, sag ich jetzt mal, wo auch die Bots langfahren. Dort spawnt mindestens ein Auto. Du musst nur Glück haben, dass es sofort. Ich selber führe keine Selbstgespräche. Mein ADHS führt Selbstgespräche, nicht ich. Och man, ich liebe Kurven, wo Autos drin sind. Ja. Also mit dem Level von War kann ich eigentlich ganz gut Autos ausweichen. Ja, aber nicht mit so 250, wenn das so eine Mini-Kurve ist. Habern, weil die Runde für den Arsch ist. Also die Runde eben war für den Arsch, also haben wir neu gestartet. Also ich habe neu gestartet. Es war keine Gruppenentscheidung. Ja. Bringt diese Abkürzung bei 14%, wo man links diese kleine Kurve abkürzt, was überhaupt? Also keine Ahnung. Ich weiß nicht, welche bei 14% ist. Oh, ich bin 17 Sekunden von Basti entfernt, das heißt, wenn ich jetzt so weiter auf dieser Distanz bleibe, dann kann ich die 26 aufstellen. Ja, aber du bist 16% gefahren. Wie willst du jetzt, wenn du da schon 16 Sekunden hinten bist? Nicht, also ne, dann wärst du bei spätestens 30%, wärst du die halbe Minute hinter mir, wenn du genauso weiterfährst. Also wann kommst du eigentlich aus dieser Abkürzung, wo man über diese beiden Leitplanken springt bei 19% bis auf 20, 21% raus?
Bei welcher also Zeit ich da rauskomme? Keine Ahnung. Ja. Ich. Kann ich dir gleich sagen. Nur mal genau dasselbe ist mir auch passiert. Ich verkack diese Abkürzung einfach jedes Mal. Wenn ich am Anfang nicht in diesen hässlichen Baum reingeklatscht wäre, dann wäre es eigentlich eine ganz viel Zeit für mich. Fünf Minuten zwölf bin ich rausgekommen. Ah, jetzt kommt die Abkürzung. Okay. Bitte, ich verkack sie diesmal nicht. Bitte. Lass mich sie nicht verkacken. Der Pass gegen den Baum geknallt, ey. Na, immerhin, Ileamo, ist doch schon mal ein Anfang. Was hat er geschrieben? Dass ich gerade 5 Sekunden schneller bin als letzte Runde. Fuck. Nur auf einmal ist bei mir der Chat größer. Finde ich sogar geil, also. Ich hab kein Nitro mehr, ich hab mir nicht aufgehoben, Alter. Tschung. Nova, also für uns war das jetzt nicht so eine praktische Abkürzung ohne Nitro. Nee, nicht wirklich. Ich hab auch einen Baum mitgenommen. Ja, ich habe am Anfang so einen Baum mitgenommen, der mich aber zum Glück in die richtige Richtung gelenkt hat. Perfekt, dann haben die Abkürzung. Oder nicht. Oder Cut. Alter Junge, Hilfe! Oh. Alter, das war so gut durchgekommen. Jetzt bin ich 30 Sekunden vor dir. Och Mann. Trotzdem ich Akido nicht so gern mag, muss ich ihn für diese Settings echt loben. Alter. Weil ich wollte mich ja heute wieder mit Akido vertragen. Trotzdem hat er mich dann beleidigt. Keine Ahnung warum. Klärt euren Scheiß unter euch. Kein Bock, immer den Kindergarten für andere Leute auszutragen. Nee. Verständlich. Schnauze. Wollen wir hier gar nicht hören? Aber ich hab dir dazu was gesagt, Maxi. Behaltet euer Thema unter euch. Ja, okay, ja. 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 Also laut Bestenliste bist du der Weltbeste in Lava Chunoa. Ist das so? Das ist die, ja. Ja, noch, wahrscheinlich. Wäre mir neu. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass die Leute, die schon bessere Zeiten als ich gefahren sind mit dem, schon eine noch bessere Zeit mit einem anderen Hypercar haben. Richtig. Und aus dem Grund ist die Abkürzung nicht zu nehmen besser, weil hier richtig schnell rauskommt. Also dann war es aber früher in der Straße als ich. Ja. Also wir sind schon an dich rangekommen. So. Also. Ja, ein bisschen, ne? Aber ich werde trotzdem, weil ich da auch ein bisschen Scheiß gebaut habe, ne? Ich werde trotzdem irgendwie schon besser durchgekommen. Ey Mann, wie kann ich diese scharf links gucken? Ich bin in den Garten reingefahren und spawn jetzt, was weiß ich wo. Merci, Ileamo. In Afrika. 12 Sekunden schneller. Ach, sie wird direkt neu starten. Ja, schneller als letzte Runde. Und letzte Runde haben wir neu gestartet, weil die verkackt waren. Das heißt noch nichts. Aber die war ja erst bei 50% verkackt. Nee, die war die ganze Zeit verkackt. Aber bei 50% hatte ich dann die Schnauze voll von der Runde. Ah ja. Hilfe, ich werde gestorben. Ah ja, fährst du denn lang? True Lucas, bis jetzt auf jeden Fall. Aktuell habe ich meinen New York-Rekord mit dem.
direkt. Schön ins Wasser. Ach, jetzt wohnst du unter der Brücke, ne? Ja. mit dem schönen Lavetten, du wartest nur auf den Abschleppdienst, dass er den rausholt. Schon seit 80 Jahren. Ja, die Abschleppdienste haben noch die Pro-Settings gesucht. Die Abschleppdienste sind noch in Corona-Pause. Ehrlich? Nein, das denkt man nicht. Neu ist relativ, Pauli. Wir fahren die schon sehr, sehr lange. Was will Philipp von mir, welche Shadows von Philipp in die Gruppe, damit Shadows oder Philipp da rein kann, Nee. Ja, ich weiß, was du meinst, Taco. Ich habe mich so sehr aber an die Abkürzung gewöhnt, dass es schwerer ist, die nicht zu fahren. Welche? Die 35. Ja. Ich würde jetzt schätzen, er ist so bei 42 oder so. 45. 43. 44 jetzt. Machen diese gelben Dinger damit eigentlich langsam? Oh, minimal. Ich hab grad voll den Verkehr gerammt, so eine Kacke. Dabei war der voll sichtbar, ich hab irgendwie einfach das Lenken verkackt. Und Neustart. Nee, noch nicht. Was, das Ding ist, guck mal, ne? Wenn ich jetzt den anderen Weg da fahre, kriege ich diesen Sprung da irgendwie nicht gebacken. Der da ist. Ah, den über den Berg da? Ja, der ist nicht einfach. Ja, same. Ja, das stimmt, Plasma Blast. Die 82er entscheidet immer über eine gute New York-Runde. Komm, die Windschatten von mir. Bleib mal stehen, bitte nicht. Bitte fahr gerade mal die 47 ab. Dann bin ich fünf Maxi. Was ist? Ja moin Digga, ihr habt gerade so rumgespackt bei mir, ne? Ihr habt die ganze Zeit gewechselt. Oh, nur mit dem jetzt meine Katze reinkommt, oder mein Kater oder mein Hund, Und mein, wenn mein Hund dann, wenn mein Hund den jetzt spielen will, nee. Schlecht. Ah, das war los von uns beiden. Gefühlt. Ja, war auch so. Wieso? Wieso? Doch. Ja, die 47er verkackt. Danke. Also irgendwie finde ich es... Irgendwie eine Sache finde ich richtig komisch. Basti macht den Jesko nicht, ich mag den auch nicht. Basti stellt direkt eine neue Bestzeit auf mit dem Lauschen. Boah, ich aber auch. Mit dem Mischer. Ich bin ja davor Rumak nicht gefahren. Oh Mann. Ey, diese eine Abkürzung halt nach der 47er, wo man rechts die Leitplanke entlang fährt zwischen so den Bäumen, ne? Die verkacke ich immer. Die zweite easy, aber die erste verkacke ich immer. Manchmal, ich glaube, ich habe die noch nie geschafft. Komm, die Kurve. Okay, dann sind Akkus statt dem Fußstecher. Ach ja. Okay.
Okay. Irgendwer hat eben geschrieben, er will einmal 60% bei 15 Minuten haben. Ich bin bei 15 Minuten. Und 60% bin ich jetzt bei 15,5. Komm, die Kurve muss jetzt sitzen. Ja. Fuck, zu schnell. Ah! Und nein. Wenn wir neu starten, sage ich es dir schon. und ich will es auch merken. Das Ding ist, ich habe noch nicht mal den verbesserten Nitro-Mischer drin. Basti, ist das Zufall? Alter. Ja. Was Zufall? Als ob das Schild fest ist, Digga. Weil ich gerade fast einen Unfall gebaut habe, genau an der Stelle, wo du neu gestartet hast. Tja, da weißt du Bescheid. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir fast dieselbe Fahrweise haben, nur dass du halt besser fährst. Oder eine ähnliche. Sagen wir es mal so. Oh Junge. Nein. Der ist gerade. Oh Junge, der ist gerade voll ins Schleudern gekommen. Bei mir. Ja, bei so schnell ab 430 oder so und du machst eine Kurve falsch, kommt das so krass ins Schleudern, finde ich. Bin gerade komplett von der Straße abgekommen. Ist das eine neue Abkürzung? Respawn? Weiß ich noch nicht. Ich weiß noch nicht, wie die Zeit jetzt ist. Hat mich auf jeden Fall bestimmt 10, 15 Sekunden gekostet. Ja, dann ist die Runde direkt hinter Vegas. Als, dann ist die Runde schlechter als letzte Runde. Das war richtig teuer. Stell dir mal vor, man kann in Real Life einfach mit Zeit bezahlen. Bin einfach blöd weggerutscht mit dem und du redest von dem Film In Time. Was? Es gibt einen Film darüber, In Time. Echt? Ja. Die Menschen haben eine Lebenszeit von einem Jahr ab dem Tag, wo sie irgendwie 21 werden oder so. Und wenn die arbeiten, verdienen die sich Lebenszeit und wenn sie was kaufen, kostet es Lebenszeit. In Time. Ziemlich guter Film. Ich bin 24 im Arbeiten, ne? Ich wäre einfach unsterblich. Hm? Ja, ne? Ist man nicht unsterblich? Ja. Leute alter noch nicht. Oha. So ein Science-Fiction, wo die angeblich irgendwann da den Code zu unendlichem Leben geknackt haben, etc. Also, wenn du stirbst, bist du 22. Irgendwie so. Beziehungsweise 21, weil du alterst ja nicht ab dem Lebensjahr. Ey, Mann, ich bin unter der Autobahnbrücke irgendwie richtig dumm lang gefahren, weil ich die einfach Auffahrt nicht bekommen habe. Ey, Junge, dieser Bugatti bockt so hart, ne? Ohne Witz. Ja, ist richtig, Plasma. Boah, war das knapp mit dem Verkehr, ey. Ja, willkommen im Club, Digga. Fiese Stelle. Ach, Alter, ich bin gerade so smooth über diese Leitung geslidet. Perfekt auf die Straße. Okay, gut, dass du mich dann noch diesmal vergessen, die Abkürzung nicht. Also die 80er wird es entscheiden, ob das hier eine brauchbare Zeit wird oder nicht. Jetzt bekommst du bei der 80er perfekt durch. Ja, mir auch, Wada. Nein. Auf den Chat geguckt, die Kurve zu stark genommen, gegen den Felsen stehen geblieben. Doch nicht. Guck, warum guck ich auf den Chat, Alter? Bin ich komplett Banane? Ja, du fährst auf Zeit. Warum guckst du auf den Chat? Ja, keine Ahnung. Und ja, du bist Banane, ich bin Apfel. ETF? Was geht jetzt bei dir ab? Keine Ahnung.
Ich habe meine 5 Minuten. Ein bisschen. Oh, das war jetzt richtig verschenkt, ey. Ich habe meine halbe Stunde. Warte, wie lange streame ich? Du hast deine 5 Stunden. Okay. Och man, ey. Liamo, ich habe keine Ahnung, welche Kurve du meintest. Keinen Schimmer. Aber jetzt ist die Runde auf jeden Fall ziemlich im Arsch wieder. Wärst du weiter, um die 80er zu fahren, oder? Ja, ja, ich fahr noch. Ich will wissen, wo es endet. Aber ich weiß, dass es eine 25er geworden wäre, wenn ich es nicht gerade eben nochmal richtig verkackt hätte. Vorausgesetzt, ich fahre jetzt den Rest auch halbwegs anständig. Wenn du eine 25er gefahren bist, machen wir dann noch mehr mit Bestzeit? Ja, ne? Wohl kaum. Oder hörst du dann auf? Digga, ich stream seit 5 Stunden. Normalerweise sehe ich schon eine knappe Stunde offline. Im Durchschnitt. Echt? Ja, ja, gut. Ich habe das Gefühl, du streamst immer so bis 1 oder 2. Ich stream gar nicht auf eine gewisse Uhrzeit. Und unter der Woche stream ich fast nie bis 1 oder 2. Am Wochenende öfter mal. Aber meine Regel ist eigentlich, wenn ich kann, niemals unter 4 Stunden. Das ist ja Freitag. Oh Gott. Willst gar nicht wissen, Schatz, das macht mich jetzt nur nervös. Was hat denn gesagt? Weiß ich nicht, weil sie hat sich vor irgendwas erschreckt, also gehe ich mal von einer Spinne aus. Also meine Mutter bleibt richtig locker bei Spinnen. Ja, die ist ja auch nicht meine Mutter. Ich meine, meine Mutter bleibt auch locker bei Spinnen. Meine Freundin nicht. Und ich auch nicht. Meine Freundin, die ist morgen 2 Tage älter als ich, die hat auch keine Angst vor Spinnen. Herzlichen Glückwunsch. Ich frag mich, wieso hat man Angst vor Spinnen? Nur das ist ein Lebewesen. Ey. Sehr eklige Lebewesen sogar. Ja, ja, sehr eklig. Eiskalt wieder perfekt auf der Straße. Und ich liebe auch Spinnen, die springen können, so. Oh ja, diese Spinnen, die springen kann. Oh, Junge, die feier ich wirklich. Oh, nee. Ihr seid schon kranke Menschen. Warum ich jetzt? Ich habe nichts zu gesagt. Ja, du bist der Krankste. Ich hatte sogar mal eine Vogelspinne, jeweils pro Hand. In der Hand halt. Übermotiviert. Das wäre mein Todestag gewesen. Same. Junge, ich hab gar ich hätte wahrscheinlich so Panik bekommen, dass ich versucht hätte, die von meiner Hand runterzuschleudern. Ja, same und dann beißen. Weißt du, was man da machen muss? Einfach ruhig bleiben. Nein! Einfach, sich gar nicht bewegen, dann machen wir das. Sag das mal jemandem, der gerade in Panik ist, der gerade einen Herzinfarkt bekommt. Sag mal jemand. Da ist eine tödliche Spinne auf deiner Hand. Ruhig. Das ist so ungefähr wie, als wäre eine Frau stinksauer auf dich und du sagst, komm mal runter. Voll in Panik. Ja, beruhig dich. Danke, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Ja, 2:07 von dir entfernt. Jo. Weißt du Bescheid? 9%, Alter. Ja, diese Runde ist auch... Was hast du die 86er bei dir gewonnen? Bin perfekt auf die Straße. Nice. Und runtergekommen bist du? Keine Ahnung, welche Zeit das war. Na, ich meine, ob du gut runtergekommen bist. Vom Berg? Bäume und so. Halt. Achso, ja, ja. Ja, ja, das lief. Also, oha, wenn ich dann, oha, ich bin perfekt durchgekommen. Hast du es gemerkt, Maxi? Mhm. Nein, 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 nicht mein Ding. Am liebsten hätte ich so ein Titel, wo wir alle vier einfach drauf sind, das würde ich richtig feiern, irgendwie, keine Ahnung. Ich will das mal. Nein, ich bin zu kurz. Och, Digga. Och, Mann. Oh, fast auf der Straße gelandet, meine Fresse ist das behindert. Ich bin perfekt den Berg runtergekommen und dann bin ich einfach zu kurz gekommen und nicht auf die Straße gelandet, sondern vorher halt. Und ich kann nicht respawnen. Ich häng fest.
würde so sauer sein auf dieses Spiel, ne, wenn die diesen Laboratoire patchen, Ey, ich bin den Berg, Maxi, ich bin den Berg gerade perfekt runtergekommen und dann bin ich einfach nicht weit genug gesprungen. Das mag ich aktiv. Oha. Aber ich wäre nicht sauer auf das Game, wenn die einfach nur ganz normal, also den, na was ganz normal, das den einfach stärker machen. Ja moin, einfach besser als der Magma, lass ihn mal stärker machen. Oder vermutlich besser, oder Anzeichen darauf, dass er Magma Level hat. Schon overpowered. Wieso wird der weil der nicht, viel schwerer zu bekommen ist. Der Performant war doch auch viel schwerer zu bekommen, wurde auch. Aber krass. Stärker als der. Okay, Jungs, Luft anhalten. Und? 25,50! Bam! Oha! Ja! Puh, Digga! Alter! Wild! Komm, ich schaff die 90%. Komm schon. Ich schaff's noch ein Ziel. Alter! Schnieke! Damit endlich wieder in den Top 100. Kommt das? Wollen wir Domo Alligator! Kommt das als Video? Natürlich! Deine Bestzeit? Wollen wir Alter. Zusammen einen Titel so. 25, 50, 2, 85. Eine Stunde, 3 Minuten. Ui. 3 Minuten und 20 Sekunden. Alter. Platz 58 Weltrangliste. Stramm. Geht doch. Hat aber auch lang genug gedauert, am besten.